vorgezogenes Spiel am 42. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Die Kölner Haie gegen die Fishtown Penguins aus Bremerhaven. In Köln ist ein neuer Trainer an der Bande, Dan Lacroix. Obwohl die Haie zuletzt nur 4 Mal aus den vergangenen 11 Spielen mit einer Niederlage herausgingen. Also ein Trainertausch, Peter Dreiseitel nicht mehr dabei. Neuer Mann an der Bande, neue Ausrichtung der Haie oder... Doch nicht. Bremerhaven mit viel Druck gleich von Beginn an und mit einem frühen Treffer in der 3. Spielminute. Alles Richtung Tor und dann wird nachgearbeitet, reingestochert. Kolupaio mit dem 1:0 für die Gäste. Bremerhaven im ersten Durchgang weiterhin die spielbestimmende Mannschaft. Sängerli und dann heißt es 2:0. Das Ganze in Überzahl. Verlitsch mit dem Tor. Zunächst Nering auf Sängerli und dann hält Verlitsch den Schläger hin. 2:0. Köln mit einer nennenswerten Möglichkeit aus dem ersten Durchgang. Uvira hier vor dem Tor von Jaroslav Hübel, aber der pariert. Und weiterhin im ersten Durchgang Bremerhaven mit viel Druck, mit klasse Vorcheck, die lassen die Kölner Haie nicht in Ruhe. Auch in dieser Szene Potter, Puckverlust. Rylan Schwartz ist da und der markiert mit der Rückhand das 3:0. Da waren gerade einmal 11 Minuten gespielt. Und Bremerhaven mit diesem 3:0 im Rücken rein ins zweite Drittel. Dan Lacroix also fand dann die richtigen Worte, denn im zweiten Durchgang Köln richtig stark. Vom ersten Bulli an Druck auf das Tor von Hübel. Und dann heißt es in der 23. Minute, erster Treffer für die Haie, Luca Dumont. Simon Knüpp mit seinem ersten DEL-Punkt. Der 17-Jährige von der blauen Linie mit der Vorlage. Dann Überzahl, doppelte Überzahl für die Kölner Haie. Und sie spielen es gut. Ellis kommt an die Scheibe. Und dieser satte Schuss, der landet im Netz. Die 32. Spielminute war noch abgefälscht, denn ein Bremerhavener noch dran. Köln im zweiten Durchgang ganz anders als im ersten Drittel. Mit Tempo, mit Druck, mit dieser Möglichkeit. Und die landet im Tor. Kai Hostelt steht goldrichtig. Was für eine Vorarbeit von Oblinger, der da viel Platz hat. Und dann ist Zalewski auch noch blitzgescheit und passt zurück auf Hospel. Der Ausgleich in dieser Partie. Bremerhaven dann zum Ende des zweiten Drittels mit diesem Angriff. Aber der wird abgefangen. Ryan Jones für Dumont und der lässt es krachen. Die 37. Spielminute aus 0:3 macht 4:3. Köln dreht das Spiel. Das dritte Drittel. Wie reagiert die Mannschaft von Thomas Popisch auf diesen Rückstand? Es sind noch 7,5 Minuten zu spielen. Bremerhaven wirft einiges in die Waagschale, spielt weiter nach vorne. Mike Moore mit diesem Handgelenkschuss. Nur ein Handgelenkschuss von der blauen Linie. Aber der hat es eben in sich. Und McMillan, klasse Vorbereitung bei diesem Treffer in der 53. Spielminute. Kurz vor dem Ende diese Szene. Fabio Pfohl ganz alleine durch und dann scheitert er an Jaroslav Hübel. Was für eine Einzelaktion von Fabio Pfohl. Kein Tor und das bedeutet, es geht in die Verlängerung. 1,5 Minuten vor dem Ende. Die Haie zu viert, denn ein Bremerhavener auf der Strafbande. Jason Eckeson kommt an die Scheibe, passt auf Ellis, dann wieder Eckeson, der schaut kurz und dann zieht er trocken ab ins kurze Eck. Der 12. Saisontreffer des Kölner Topscorers. Zunächst hat er hier noch die Möglichkeit, abspielen oder nicht, dann nimmt er den Schuss und der Siegtreffer für die Haie. You know what? We didn't come out. We didn't have the best start. That's a couple game. The team has come out a little bit flat and a little bit nervous. And I just love the compete level and the way they battle back. Yeah, probably the second period. We started off really well and it was a great first road period for us. But
the second period we really let up on the gas and that's probably why we lost. Bremerhaven startet super in das Spiel, führt mit 3:0, aber gibt das zweite Drittel aus der Hand. Und die Kölner Haie zunächst nervös unter dem neuen Trainer Dan Lacroix. Aber am Ende voll auf Kurs, gewinnen sie 5:4 in der Overtime gegen Bremerhaven.